Hallo ihr Lieben, mit dem heutigen Video möchte ich gerne eine Videoreihe fortsetzen, mit der ich bereits vor 2 Jahren schon mal angefangen habe. Und zwar geht es darum, Gemüse, Kräuter und Obst selber anzubauen. In den letzten beiden Jahren haben wir ja in einer Mietswohnung gewohnt, wo wir einen relativ großen Balkon hatten. Das haben wir dann auch gleich ausgenutzt und uns einige Balkonkästen und Kübel geholt, sodass wir da relativ viel angepflanzt haben. Darüber habe ich euch schon mal ein separates Video gemacht. Dieses Mal möchte ich das Ganze so ein bisschen unterteilen, da wir jetzt im Haus wohnen und einfach nochmal viel mehr Möglichkeiten haben. In dem heutigen Video möchte ich euch einfach mal die Samen vorstellen, die wir gekauft haben. Viele davon haben wir auch bereits seit letztem Jahr, weil da meistens so viel in den Tütchen drin ist, dass das gar nicht ausreicht, um ja nur ein Jahr damit hinzukommen, sondern dass man da mehrere Jahre mit hinkommt. Deswegen möchte ich euch die einfach mal zeigen und in den nächsten Videos wird es darum gehen, wie entwickeln sich quasi die Samen, also was wird aus den Samen, wie wächst das. Wächst das gut und dann will ich euch einfach zeigen, wie wir es dann letztendlich ins Hochbeet oder auch ins ganz normale Beet aussetzen. Wir haben dann nämlich jetzt ein Hochbeet gebaut und ein ganz normales Beet. Und ja, da ist einiges schon drin, aber das meiste ist natürlich jetzt noch hier bei uns in der Wohnung, weil es einfach noch ein bisschen zu kalt ist, um das wirklich rauszulassen. Ja, dann hatten wir als erstes uns, das war auch letztes Jahr schon, diese Mini-Möhren gekauft, deswegen auch Mini, weil die halt einfacher sind, im Blumenkasten rauszusetzen, anstatt jetzt im Beet. Letztes Jahr haben wir das so gemacht, dass wir die direkt nicht vorgezogen haben, sondern direkt in den Blumenkasten reingesetzt haben. Das war ein großer Fehler, weil da nie was raus geworden ist. Ich meine, hier steht zwar auch drauf, dass die erst nach 95 Tagen geerntet werden, was ziemlich lange ist, wenn man bedenkt, dass das dann fast 3 Monate sind. Aber jetzt haben wir sie vorgezogen und jetzt sieht man deutlich schon was. Das war letztes Jahr gar nicht so, da hat man gar nichts davon gesehen. Ich glaube, die sind uns einfach eingegangen. Davon haben wir jetzt relativ viel angepflanzt und wie gesagt, man sieht halt schon so ein bisschen was. Und ich denke, dass das eindeutig besser ist, wenn man die vorzieht auch. Auch wenn das jetzt hier, glaube ich, gar nicht so explizit draufsteht. Ja, dann hatten wir den Wildsalat von Neudorf. Und zwar war das damals ein Geburtstagsgeschenk letztes Jahr. Und hier waren 2 Portionsbeutel enthalten. Einen davon haben wir direkt letztes Jahr aufgebraucht. Jetzt habe ich erstmal nur einen halben ausgesät und bei uns ins Hochbeet. Weil es ist zwar schon groß, aber so groß dann auch wieder nicht. Es sind einige Sorten drin. Spitzwegerich, krauser Basilikum, wilder Sauerampfer, Hirschhornwegerich, kleiner Wiesenknopf und wilde Rauke. Ich fand die mir schon letztes Jahr sehr toll. Und das ging auch richtig gut. Da konnte man sich immer so ein bisschen was abschneiden. Und das war wirklich sehr lecker. Die reicht dann für 2 Balkonkästen, also für 2 Jahre oder halt, wenn man ganz viel davon haben möchte. Aber da ich mir dieses Jahr auch diesen Asiasalat geholt habe, City Seeds, das war die hat man im Kaufland bekommen, habe ich gedacht, ich mache jetzt mal nicht so viel, weil wir auch noch ganz anderen Salat haben. Dies kann man wirklich wunderbar im Balkonkasten aussehen, da braucht man gar nicht so viel Platz, aber das werde ich euch nochmal so in einem separaten Video erzählen. Ja, Asiasalat, ich weiß gar nicht, wo es drauf steht, was jetzt hier genau drin ist, doch es steht drauf Mizuna, soll Kohlrabi ähnlich sein, Kuma, Tsuna, Green Boy, Kohl ähnlich und Choi, Radies ähnlicher Geschmack. Also Sorten, die mir so gar nichts sagen. Ich fand das relativ gut und hier ist auch wirklich sehr viel Inhalt drin. Das heißt, hier steht inhaltreich für 800 bis 1000 Pflanzen. Also immer hinten drauf lesen, bevor man anfängt, die ganze Tüte irgendwie ins Beet zu verteilen. Was unterschiedlich ist. Also bei manchen reicht es gar nicht so lange oder für gar nicht so viele aus und bei manchen schon. Ja, dann haben wir Radieschen, die haben wir auch direkt ins Hochbeet ausgesät, wo man schon wirklich sehr viel sieht. Hier ist auch 250 Pflanzen, also Samen für 250 Pflanzen drin, habe ich im Rewe geholt, sieht man schon und dass man die einfach regelmäßig wieder aussehen kann. Dann haben wir ganz normal Petersilie uns geholt. Prinzipiell kann man das natürlich das ganze Jahr über machen und dann drinnen halten, aber da die dann später ins Freiland kommen, weil die da einfach dann nochmal ein bisschen mehr Platz haben, haben wir die jetzt auch vorgezogen. Dann, das ist jetzt kein Gemüse, haben wir, oder habe ich von der gleichen Marke City Seeds, einmal diese Jalapeno-Paprika geholt. Davon haben wir jetzt 3 ausgesät. Hier sind zum Beispiel nur, 8 bis 10 Pflanzen, genau. Das war auch relativ teuer.
Da bin ich gespannt. Ich hoffe, dass die was werden. Fand ich einfach mal spannend, um einfach mal was anderes zu haben, auch wenn wir uns dieses Jahr darauf geeinigt haben, nur Sachen anzupflanzen, die wir auch wirklich benötigen. Also im allerersten Jahr hatten wir super viel, was wir dann letztendlich gar nicht gegessen haben oder was zu ausgefallen war, was dann gar nicht, also was heißt nicht gegessen haben, aber was einfach nichts geworden ist. Dann noch mehr Salat und da haben wir immer die Salatraube geholt. Die ist sofort hochgegangen. Also das war innerhalb von 2 Tagen, konnte man das schon sehen, bevor allen anderen. Und es geht einfach super schnell. Ja, dann haben wir nochmal Petersilie. Dann haben wir uns natürlich auch Feldsalat geholt. Hier ist auch relativ viel drin. Das ist gerade auch noch auf der Fensterbank zum Vorziehen. Ich weiß gar nicht, wo wir die ganzen Samen einfach mal gekauft haben. Also viel habe ich im Rewe gekauft, viel habe ich im Kaufland geholt und ich glaube dann ganz normal im Blumenladen, sei es jetzt bei uns hier Risse oder sonst irgendwie eine Gärtnerei oder sowas. Dann haben wir eine Kräutervariation und hier sind enthalten Majoran, Salbei und Thymian. Die waren letztes Jahr schon richtig gut. Das sind jetzt 3 einzelne Tütchen, also dass man einmal ne, die einzelnen 3 Kräuter separat hat. Ich dachte erst ursprünglich, dass das wirklich so eine Mischung ist, aber ihr habt das separat, was auch gut ist. Und hier hätte man das auch vom letzten Jahr, aber bei uns hat das irgendwie nicht so geklappt über den Winter über, dass man Salbei und Thymian auch dieses Jahr noch hätte verwenden können, weil die nämlich mehrjährig sind. Hat sehr gut funktioniert und es war einfach, ja, selbst bei so einfachen Sachen wie Kräuter merkt man einfach so einen großen Unterschied, als wenn man die jetzt einfach selber holt in solchen Töpfchen, merkt man einfach einen riesengroßen Unterschied. Hier ganz normales Basilikum, grünes Basilikum, auch da. Man könnte es das ganze Jahr über machen, aber irgendwie machen wir das immer nur dann, wenn gerade so die Sonne scheint. Und naja, die Sonne scheint ja auch im Winter, also dann, wenn Frühjahr ist, wollte ich sagen. Dann haben wir uns Rosmarin geholt, auch einer der Kräuter, der nicht fehlen darf, genauso wie Schnittlauch. Das sind einfach so die Klassiker-Kräuter. Hier haben wir nochmal Basilikum, die man halt einfach irgendwie da hat, finde ich. Dann haben wir uns Balkontomaten geholt, die hatten wir uns letztes oder vorletztes Jahr schon geholt, ich weiß es gar nicht. Das reicht für 20 Pflanzen und ich glaube, es sind bisher auch alle immer aufgegangen. Wir hatten sie, glaube ich, letztes Jahr relativ früh auf den Balkon gestellt, dadurch sind die nicht ganz so gut geworden wie die fertigen, die man so kaufen kann. Also kann man ja auch schon so vorgezogene kaufen. Jetzt lassen wir sie ein bisschen länger drin, damit die auch ein bisschen länger halten und die werden wir dann später ranken lassen. Gerade bei sowas müsst ihr einfach mal schauen. Es gibt einfach Balkontomaten, es gibt die Tomaten, es gibt die Tomaten. Also für jeden Anspruch findet man da irgendwie was. Ich meine, jetzt hätten wir keine Balkontomaten mehr gebraucht, aber wir nehmen es einfach trotzdem, weil wir sie noch haben. Ja, dann haben wir uns einmal so eine Baby-Leaf-Salatmischung geholt, wo viele verschiedene Salatsorten enthalten sind. Lollo, Rosa, Salad Bowl, Red Salad, australische Gele, Grit und ja, einige Sorten sagen mir was, andere dann auch wieder nicht. Ich kann mich gerade gar nicht daran erinnern, ob das letztes Jahr was geworden ist oder nicht. Auf jeden Fall ist das jetzt somit das Einzige, was auf der Fensterbank noch nicht wirklich funktioniert. Da müssen wir einfach nochmal was Neues aussehen, weil wir da auch 2 verschiedene Anbaupflanzen oder Anbaumöglichkeiten gewählt haben, wozu ich euch auch nochmal was erzählen werde. Ja, dann haben wir eine Wildsalatmischung, die wir noch gar nicht aufgemacht haben. Die habe ich dieses Jahr ganz neu gekauft, aber da wir ja so viele Salatmischungen haben, haben wir die noch nicht aufgemacht. Ich bin ja so ein großer Salatanbau-Fan, weil man sich dann einfach das nehmen kann, was man haben möchte, weil es dann einfach super frisch ist und weil einfach sehr wenig reicht im Gegensatz dazu, wenn man das irgendwie im Laden kauft, außer es ist irgendwie ein Bioladen, wo man es wirklich lose kaufen kann. Aber ja, das ist halt auch einfach so super günstig und so super einfach, das anzubauen. Dann haben wir uns Mangold geholt. Das war jetzt hier so ganz normaler, weißer Mangold. Man hätte auch bunten Mangold nehmen können, aber das war jetzt so das, was ich noch im Kaufland gefunden habe. Das haben wir direkt ins Beet ausgesät. Ich weiß nicht, das war erst am letzten Wochenende, also haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesehen, wie sich das entwickelt und was daraus wird. Dann haben wir Buschbohnen, die wir auch noch aussehen wollen, auch direkt ins Beet rein. Aber hier hinten steht drauf Mai bis Anfang Juli ins Freiland. Und da wir letztes Wochenende schon unsere Gurken rausgepflanzt haben, was ein großer Fehler war, weil ich glaube von 4 lebt eine, wenn überhaupt, sind wir hiermit auch noch ganz vorsichtig, weil es einfach
abends noch super kalt ist. Und deswegen werden wir da auf jeden Fall noch bis Mai warten, bis wir die dann auch wirklich aussehen. Ja, dann hatte ich mir nochmal Basilikum geholt. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir nicht genug Basilikum hätten. Aber ich dachte mir, mit Zitronen und rotes Basilikum und dann natürlich noch das grüne Basilikum, es ist mal was anderes und eine Abwechslung. Und da wir einfach so gerne Basilikum essen, da wir es überall mit dran machen, wenn wir es da haben, habe ich es einfach nochmal geholt. Und ja, in der Regel halten die ja auch wirklich ein bisschen länger. Hier steht jetzt drauf bis Januar 2018 und ich glaube auch nicht, dass die dann nicht mehr gut sind, sondern dass sie dann einfach nicht mehr so gut aufgehen. Ja, und dann zwei Sorten, die jetzt auch leer geworden sind, und zwar einmal die Gurke, wovon uns, glaube ich, echt einige eingegangen sind, aber wir haben sie schon auf der Fensterbank, ich will mal Balkonkasten sagen, aber es ist ja gar kein Balkon. Auf der Fensterbank haben wir sie nochmal neu ausgesät, jetzt sind sie auf jeden Fall leer. Hier steht schon drauf, dass man sie ab April ja, größer setzen soll. Okay, es steht noch nicht, dass man vielleicht raussetzen soll, obwohl aussaat. Ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach mal, dass sie was werden. Wir hatten letztes Jahr das ja auch im Balkonkasten, genauso wie die Zucchini. Die ist jetzt auch leer. Aber die brauchen halt einfach super viel Platz. Und das kann man, glaube ich, in einem Balkonkasten gar nicht so gut machen. Es sei denn, man kauft extra so Baby-Zucchini, Baby-Gurken oder irgendwelche kleinen Sorten. Ja, das waren die Samen, die wir gekauft haben. Wir hatten uns, wie ich am Anfang schon mal gesagt, darauf geeinigt, jetzt nicht so ausgefallene Sachen zu nehmen, weil wir einfach so viel haben. Ich meine, wir haben jetzt ein Hochbeet, wir haben ein normales Beet, aber selbst da wird das, glaube ich, schon alles eng, das hier alles so zu haben. Wir haben uns noch folgende Dinge vorgezogen, gekauft, und zwar war das einmal Erdbeerpflanzen. Davon, ich weiß gar nicht, wie viel wir genommen haben, 10 Stück, glaube ich. Davon sind welche im Balkonkasten, die wir draußen einfach an so ein Gitter aufgehangen haben, und dann im Hochbeet. Dann haben wir uns noch, ich überlege gerade, was wir uns noch gekauft haben, wir haben uns noch Blumenkohl und Kohlrabi, sowohl lila als auch weiße Kohlrabi gekauft. Ich hoffe, die werden schnell was, so dass man da vielleicht nochmal was anderes holen kann. Wir waren hier bei uns nochmal in der Gärtnerei, wo wir auch nochmal vorgezogene Tomaten kaufen werden. Das ist aber mit das Einzige, was wir uns sonst noch kaufen werden, da wir einfach super viel hier haben und wir gar nicht so viel Platz haben, das alles ja anzubauen. Aber es macht einfach so viel Spaß und ich finde es einfach toll, diesen Prozess zu sehen, wie aus dem Samen dann letztendlich Basilikum oder halt Tomaten werden, und man kann die einfach ernten und das ist geschmacklich einfach so viel besser als gekauft. Und es ist auch relativ günstig und es geht recht schnell, weil man für vieles ja auch gar nicht so viel Platz braucht. Ja, ich hoffe, euch hat das erste Video zu meiner fortgesetzten Videoreihe gefallen. Hinterlasst mir doch gerne mal in die Kommentare, wo ihr eure Samen kauft und was ihr so gerne anpflanzt, womit ihr die besten Erfahrungen gemacht habt. Und dann werde ich euch in den nächsten Videos zeigen, wie sich die Samen gemacht haben auf der Fensterbank und wie unser Beet und unser Hochbeet aussieht. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!